Okay. Da ist noch viel zu tun. Fangen wir also an. Also, wir brauchen dann zum Abbauen dieses Werkzeug und unseren Hammer. So. Erstmal die Verkleidung abmachen. Mal gleich mal gucken, woran das liegt. Okay. Wie gesagt, hier der Lüftungsschlauch. So, dann wollen wir mal schauen, was hier wieder ist. So. Zack. Was kommt jetzt? Hier unten rein. Das Gewicht hier. Nur handfest anschrauben. Das bleibt dann von alleine hier oben drin sitzen. Kein Problem. Nur, man darf es nicht vergessen, von hinten, wa? Ja, geht so, wa? Okay. Gut. Okay. Erstmal das Säckchen wieder zumachen. Ja, dann die Anschlüsse abmachen. Ich nehme noch die Kamera raus. Und mal sehen. Die Bremsklappen sind drin,
Genau, sonst würde ja hier diese Schubstange wesentlich weiter oben stehen. Auch hier wieder nicht anknallen, sondern nur, dass das Loch frei ist. Das. Genau, geil. Immer schön das Gas drin lassen. Machen wir sonst noch irgendetwas, was reingehört, aber nicht drin ist. Das hier. Genau. Das bauen wir dann aus, wenn die Maschine hier drin haben. Also auch wieder hier anfassen, da anfassen und dann ein bisschen ausrichten. Also so, dass das dann hier wirklich mittig kommt. Erstmal sehen. Ja, wie man sieht, das muss deutlich weiter nach rechts rüber, damit das gerade hier drauf läuft. Okay. Also. Mal kurz das ausrichten. Das meine ich, könnte man doch so ungefähr lassen, ne? Oder? Okay, also einfädeln, schön. Genau. Hier bis zum Strich. Gut, damit ziehen wir das Ganze dann rein. Per Hand kriegst du das nämlich nicht rein. Aber das erste, was wir machen müssen, die Tragflächen anklappen. Und das geht auch wieder nur mit Werkzeug. Leine können wir so hängen lassen. Ja, gute halbe Stunde ist dunkel. Das wird dann jetzt auch gerade so hart zu reichen. Schätze ich mal. Also, Fuckernadel raus. Das hier, hier ist eine Vertiefung drin.
hier der Haken. Hier brauchen wir uns keinen Gedanken machen. Die Tragfläche hält so fest. Also schön das Querruder in die senkrechte Position bringen. Also langsam beschlägt es auch. Hoppla. So. Ja, ist egal, in welcher Reihenfolge man das macht. Erst den oder hier kann man halten, wie man will. Hier ist nichts vorgeschrieben. Hier denkt der Herr Pilot oder die Dame noch selber. Hallo. Genau. Muss man auch zusehen, dass man diesen Bolzen wirklich gerade durchschiebt. Man kann die auch schräg hochschieben und dann also quasi so, dann sind die nicht ganz verriegelt. Dann fallen die Bolzen raus. Dann hast du eine lose Tragfläche. Gut, solange die am Anhänger ist, ist die ja links und rechts geführt. Ja, da passiert also sonst nichts. Aber sonst. So, auf Sprit brauchen wir jetzt hier nicht achten, weil sind ja nicht geflogen. Hockernadel. Von vorne nach hinten, von links nach rechts, von oben nach unten. Wie immer. Ja. So ist es aber. Wenn der Bolzen raus ist und die Fläche fängt an zu sich zu bewegen nach hinten und du kannst den nirgendwo festhalten, dann knallt die hinten voll rein. Das ist dumm. Vorsichtig, vorsichtig. Nichts beschädigen. Schön die Leine hier auf Zug halten, alles ablegen und jetzt, wenn es nicht loslässt, siehst du, dann rutscht das Ding nach hinten. Also schön festhalten. So, Querruder nach oben. Warum habe ich jetzt eine unterschiedliche Perspektive auf die Tragflächen? Naja, weil das Gelände so ein bisschen, ne? Ja. Ist nicht der schönste Stellplatz, aber besser als in der Halle. Tja. Wenn man denn einen Hallenplatz bekommt. Das ist ja das große Problem für viele. Gut. Also hier in Oerlinghausen gibt es schon mal gar keinen Hallenplatz. Gar keinen Hallenplatz mehr. Mit der Wartezeiten habe ich mich gerade noch mit einem unterhalten. Ja. Der hier direkt wohnt am Platz. Ja, auch schwierig. Das für Leute, die schon 40 Jahre dabei sind. Also diese Verriegelung
auch wenn es ein bisschen Zeit kostet, würde ich auch immer machen. Einfach nur anklappen und sagen, ja, geht schon, würde ich nicht machen. So. Okay. So. Bolzen rein. Und Matte rein. Ja, ein bisschen Standardwerkzeug ist immer gut. Der muss auch so stehen. Wenn er andersrum steht, geht er um das Dach und hakt sich, würde sich dort festhaken. Hinterher im Anhänger dann die Kabinentür aufmachen. So, was müssen wir jetzt machen? Reinziehen, bis er hier oben ist, dann Batterie ausbauen. Okay, 0 Volt. 0 Volt ist wenig. Das ist eigentlich besser. Ja, mal sehen, ob ich da drüber stolpert. Genau. Kupplung anziehen. Und jetzt nur noch Kabel in die Hand und nehmen ein. Vorsichtig hier mit diesen Drahtseilen. Wenn die Spieren haben, dann helfen dir diese Handschuhe nicht mehr. Stopp mal. Hier vorne kommt dann die Plane dazwischen. Legen wir die Plane kurz um. Dann kommt die nur Tragfläche hier nur an die Puffer. Klasse Bespannung. Echt. So, nehme ich wieder mit. Ja, hier sieht man die Spannung einbrechen dann, ne? So, links und rechts. Gleichmäßig. Aber ich ziehe das nochmal rein in die Schiene. Hier oben. Gut. Ich muss diese Schiene sowieso etwas weiter nach rechts legen. Über der Schiene steht er genau mittig. Sehr gut, freut mich. Gut. Ja,
Ich hoffe, das ist dann der letzte Blick auf dieses Teil. Vielleicht sagt jemand, okay, überzeugt, her mit dem Dingen, ich will ihn so haben. Der hier lässt sich übrigens sehr einfach abmachen. Das ist einfach nur eine Klemme. Das war's. Hält auch sehr, sehr gut. Übrigens, diese Wirbkamera hat ja im Aero-Kit ein Zusatzkabel, wird hier in USB-Anschluss reingepackt und damit kannst du dann in Verbindung mit deinem Headset kannst du dann wunderschön den Funkverkehr mitschneiden. Also alleine dafür, wenn du noch keine vernünftige Lösung gefunden hast für Funkverkehr mitschneiden, das hier, das ist eine gute Lösung. Bin selber überrascht. So, genau. Was ich noch sagen wollte, waren zwei Sachen. Ach ja, hier die hitzebeständigen Rohre, genau. Und was war das? Forstschutz G48 Byzantin. Und als Motoröl nehme ich hier dieses ProCycle SAE 10W40 für Motorräder. Teilsynthetisch. Warum? Für Motorräder, weil die auch Getriebe im gleichen Ölbad laufen haben. Das hat der Rotax auch hier. Und dann ist das besonders sehr stabil. Ich sauge hier aus diesem Reservoir das Öl beim Ölwechsel hier mit ab. Geht schnell, ist sauber. Entsorgung ist kein Problem. Ja, du kannst das Öl einfach mitnehmen in dem Dingen hier. Wir gehen mehrere Liter rein, also viel mehr als hier der Motor fasst. Also ist das gar kein Thema. Kann ich wirklich nur empfehlen, das auch so in so einem Teil zu machen. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Die Räder stehen davor. Also, und 16.01 Uhr, Sonnenuntergang, eine Stunde oder so, könnte klappen. Ja, für einen Kompressionstest wäre es auch jetzt zu wenig Zeit gewesen. Schön gucken. Merkt also, wie sehr sich so eine Winde schon anstrengen muss. Kannst du ungefähr mal ermessen, was du machen müsstest. Was du machen müsstest, wenn du das mit der Hand reinkurbelst und hochschieben, kannst du das Ganze sowieso nicht. Das kannst du mal ganz gepflegt vergessen. Alles sehr schön mittig bzw. gerade auf den Rampen hoch. Hier auch. Okay.
kommt noch weg. Der Tank bleibt hier. Ein leichtes Gefälle hier drin und da müssen wir mal erst die Klappen noch mal zumachen. Das ist besser. Das sind ja nichts anderes als Rohrdämmung. Nur sachte dran. Kann man so wieder anschieben, leicht straff und stopp, leicht, dass es sich nicht verschieben kann. Gut. So. Das hier auf. Motor, ja, putzi putzi, komm, genau, also man hat hier was unter den Füßen, das ist sagenhaft. So, jetzt aber einfach. Dann hier die Schiene am Straßentransport hier reinklemmen. So, jetzt. Diesen ganzen Süff hier, den mag ich gar nicht. Genau. Okay. Okay. Lassen wir das hier nochmal liegen. Auf jeden Fall, dass wir es brauchen. So. Das wäre hier diese Ruderschere, kann man dann zum Transport hier drüber setzen und damit das Höhenruder genau festsetzen. Ja, ist eigentlich klar. So, Batterie noch raus. Dann wieder vorne abklemmen. Und auf jeden Fall hier die Cowlings. Ah! Ja, ja, ja. Das Reißen gehört. Scheiße. Nicht gut. Und das darf man jetzt nicht vergessen, wenn man es dann rausnimmt. Aha. Mal sehen.
das Höhenruder dann da drüber geht. Okay. So. Das ist alles zu. Und ja, jetzt. Okay, jetzt geht's ans Zusammenklappen des Ganzen. Und zwar mit der Heckklappe. Ja, hier rum. Das andere, ja. Da muss man eben aufpassen, dass sich auch dieser ganze Rahmen je nach Untergrund etwas festziehen kann. Das heißt also, wenn er nicht auf einem topfebenen Untergrund steht, dreht sich der Rahmen so ein klein bisschen mit. Und das merkt man hier an diesen Klappen. So. Ja. Alles drin, alles dran. Runter. Ach so. Die Frage kommt auf, ist das Flugzeug hier zum Beispiel versichert drin? Die Antwort ist ja. Habe ich extra bei der Versicherung nachgefragt. Ist es. Hier immer schön in der Mitte drücken. So. Die Leiter lasse ich noch drin. Für den Fall, dass wir da noch rein und raus müssen. Ansonsten kommt die Leiter auch mit. So, Sprit dann lassen wir hier drin, oder nicht, die Kanister lassen wir hier drin, für den Fall, dass wir noch Sprit mitnehmen müssen. Kabel aufwickeln, Kabel, ja, kommt auch mit, je nachdem. Hier gucken, wird gerne eingeklemmt. Besen lassen wir noch gerade drin. Und hier unten. Komm her. Das geht in der Regel. So, und jetzt schön hier oben festhalten. Hier das nach außen ziehen, sonst klemmt sich da oben alles ein. Und dann zack, schön innen verriegeln, überlappen. Den vorletzten auslassen und hier rüberziehen. Wie bei den Erwachsenen. Ist das wasserdicht? Ja, sehr sogar. Wirklich gut. That's it. Puh. Ja. Jetzt pfeift nur noch der Winter drumherum. Und jetzt haben wir auch gleich Sonnenuntergang. Also gerade alles hingekriegt, ne?